out of here. Yeah! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Garbage. Right on! Nice! That's what I want to see! Yeah! Woo-hoo-hoo! Es ist Winter, es ist München, es ist ISPO 2011. Welche Neuheiten gibt es auf dem Skimarkt? Wo findet man vielversprechende Innovationen? Welche Trends können sich durchsetzen? Völkel setzt nicht nur auf Kalorienbomben, sondern auf Vielseitigkeit. Ja, es geht also in die jungen Märkte hinein. Gerade das All-Mountain-Segment, wo ich alle Schneearten fahren möchte, das wird immer stärker, macht bei uns inzwischen einen Anteil von 27% von der Gesamtmenge aus. Dann die Damen dürfen wir nicht vergessen, die wollen auch etwas haben, die wollen leichte Ski. Und das Interessanteste schlechthin, die Jungen, die in die Pipes gehen, die springen, die rückwärts fahren, für die muss man auch was tun. Da entwickeln wir auch sehr, sehr stark. Head dagegen geht zurück in die Zukunft, besinnt sich auf die Wurzeln des Skisports und stellt einen 2-Meter-Ski vor. Die Idee dahinter ist grundsätzlich einfach die, herzugehen zu sagen, wir haben Ski für alle möglichen Einsatzbereiche, wir haben Frauenmodelle speziell für die Damen entwickelt. Was wir seit Jahren alle vernachlässigt haben, ist der Mann an sich. Das ist ein Ski, der ist selektiv, der ist länger, hat einen großen Radius, 18 Meter. Das ist einfach ein Ski für all diejenigen Männer, die sich zutrauen, die auf ein längeres Modell stehen. Blizzard dagegen fällt nicht durch Länge auf, sondern durch die sogenannte Flipcore-Technologie. Durch den umgedrehten Kern erlaubt ihr Rocker eine gleichmäßige Druckverteilung, die einen erhöhten Fahrkomfort auf härteren Pisten ermöglicht. Die Österreicher punkten zudem mit kreativer Namensgebung. Der Ski heißt da in meinen Händen ist der Cochise, ist der Name eines der berühmtesten Bullen in der American Professional Bull Ride Association. Es gibt dann noch andere, Potatius, Bonafide, Bushwalker, sind also alles Bullennamen. Ja, wir haben das Thema einfach, damit wir dem Ganzen, abgesehen von einer herausragenden Technologie, auch so ein bisschen ein Umfeld geben, was einfach zu dem passt. Ein bisschen außergewöhnlich, ein bisschen wild, ein bisschen rocky. Ein bisschen rocky. Dieses Prädikat kann man wohl auch Jean-Pierre Roy anheften. Der 47-jährige Haitianer überwand das bereits als unbezwingbar bezeichnete Hindernis der Qualifikation und darf nun an der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen teilnehmen. I don't do it for a medal. Ich tue das nicht für eine Medaille. Ich tue das nur für Haiti. Ich wünsche mir, dass wir über Haiti als etwas Normales sprechen können, nicht als etwas Desaströses oder Elendes. Something like normal, no with health squares, you know, with disaster, misery. Auf eher fremden Spuren wandelt auch die Marke La Sportiva. Kletterern und Bergsteigern schon bestens bekannt, wollen die Italiener künftig im Skitourenbereich kräftig mitmischen. Die Ski sind wie die ganze La Sportiva-Kollektion so gefertigt, dass sie einfach möglichst hochwertig sind. Bei maximalen Ausreizen von Leichtgewicht und Haltbarkeit für den Sportler. Ein Blick in die Zukunft? Der Trend Backcountry bleibt bestehen. Die Rocker-Technologie wird die Skisaison 2011-2012 bestimmen. Im kommenden Winter werden diese Bretter über die Hälfte des Gesamtvolumens im Handel einnehmen.